Wenn man die Maschine sieht laufen, dann weiss man zwar noch immer noch nicht, was effektiv am Anfang war. Und das finde ich jetzt gerade lustig, dass die Leute weiter studieren können und das nicht gelöst wäre. Ganz am Anfang von meiner Maschine war eigentlich der Dampfmotor. Und das ist durch einen riesigen Zufall eigentlich passiert. Ich habe am Anfang in Paris gemalt, gezeichnet, Keramik gemacht, Bildhauert. Und das war auch sehr interessant, das hat mir auch gut gefallen. Ich habe immer das Gefühl, es fehlt ihm etwas Gewisses, was etwas persönlicher wäre. Und dann bin ich einmal per Zufall auf die Dampfmaschine gekommen. Und zwar, warum wir ein Weihnachtsgeschenk gesucht haben für unseren Sohn. Wir sind in einem Spielzeuggeschäft, wir haben eine Dampfmaschine gesehen. Und ich habe gesagt, ja, das ist doch genau das, was wir für einen Sohn brauchen. Und meine Frau war sehr entsetzt. Denn eine Dreijährige hat sie gefunden, sie sei ein bisschen zu jung für eine Dampfmaschine, die man mit vier spielen muss. Ich habe erklärt, dass ich schon mitspiele. Der spielt dann nicht alleine mit. Das ist schon zu gefährlich. Und dann hat der Verkäufer gesagt, ja, wenn das so ist, wenn der Vater damit spielt, dann ist das Problem gelöst. Wir haben die Maschine gekauft. So, wo der Sohn im Bett war, habe ich die Maschine ausgepackt und habe sie ausprobiert und habe mir die Finger verbrannt. Die Maschine habe ich nachher versteckt und ich bin ja dazu mal in Paris gewohnt. Ich bin fast jedes Wochenende auf dem Flohmarkt und habe dort ganz viele Händler kennt und sie mich auch. Und da habe ich Bronzeteile gesehen, die so schön ausgesehen haben, von Kerzenständern, von Möbelbeschlägen, von Lampen. Und da habe ich mir gesagt, ich könnte jetzt eigentlich mit dem Motor von dieser Dampfmaschine, das ist also ein halber Zylinder, könnte ich eine mobile Skulptur machen. So hat es eigentlich angefangen. Also am Anfang von der Maschine, am Anfang war das Ei, ist bei mir das Ei gewesen, und zwar aus ganz einem einfachen Grund. Warum es ist einfacher gewesen, ein Huhn in ein hohes Ei jetzt tun, als umgekehrt. Also der Cristobal, das ist eine Maschine zum den Rücken kratzen. Die hat es ja nie gegeben, darum sie müssen erfinden. Es werden zwar alltag ganz viele Maschinen angepriesen, so für den Garten, für den Haushalt, und das sollte das Leben noch etwas ein einfacher machen und den Menschen noch etwas glücklicher. Und darum die Maschine nie dabei war, zum den Rücken kratzen, habe ich die jetzt einfach noch entwickelt. Das ist also sehr häufig etwas ganz Einfältiges. Das soll das bedeuten. Aber im Leben ist viel Leerlauf, das ist auch bei mir so. Es hat auch viele Räder, die eigentlich gar nicht sein müssten, die sind nur dekorativ. Aber ich finde das gut. Ich glaube, das Leben, das überhaupt keine Leerläufe hat, wenn man alles nur gezielt macht und mit einer Absicht, das wäre ja gar nicht wünschenswert. Meine ersten Maschinen mussten einmal ästhetisch sein. Die waren also nicht nur lustig und interessant, wenn sie laufen, sondern im Stillstand mussten sie schön sein zum Anschauen. Dann hatten sie irgendeinen Zusammenhang mit Musik, darum haben sie auch die Bezeichnung wie Largo, Crescendo und so weiter. Das ist Geräusch, wo immer im Zusammenhang waren mit den Bewegungen der Maschine. Und sie mussten natürlich funktionieren. Später ist dann zu den verschiedenen Aspekten, die Maschine hatte, hat dann noch eine zusätzliche Dimension gekommen. Das ist eine Aussage. Die Maschinen haben ja alle noch einen Namen gehabt und die hatten effektiv einen Ablauf gehabt, einen richtigen Ablauf, den man dann konnte sehen. Und die poetische Maschine, die muss einem irgendwie ansprechen und sie muss Geschichten erzählen. Das ist wirklich der Witz an diesen Maschinen. Die haben irgendein Thema und das erzählt das Geschichtchen und das sehen die Leute, dass das Geschichte muss bedeuten, jeder kann es aber gleich noch ein bisschen auf seine Art interpretieren. Das ist eigentlich schön. Ich finde eine Kunst, die vorgegeben ist und wo jeder das muss finden muss, was vielleicht jemand gesagt hat, das ist für mich zu wenig interessant. Man muss den Leuten einen gewissen Freiraum lassen, dass sie selber etwas können, drumherum erfinden können. Das sind die drei Personen, die in diesem noblen Rahmen nennen, miteinander reden. Und jetzt dreht er dem den Rücken und streckt ihn von hinten die Zunge raus. Was man jetzt nicht weiss, ob der auch die Zunge rausstreckt. Und jetzt reden sie wieder miteinander, das ist die Heuchelei. Das ist meine Version von Adam und Eva. Und jetzt, wenn das funktioniert, sehen wir, wie Eva mit dem Apfel der Adam lustig macht. Der Adam tut aber gar nicht reagieren, wahrscheinlich dürfte sie nicht gerne. Und jetzt tut sie ihr Blatt auflüpfen und dann läuft sie Adams Blatt auch. Und es ist möglich, dass die Geschichte in dieser Richtung gelaufen ist. Also die Monsterfalle, das ist
so ein Pseudo-Rhinoceros. Wenn man es aber genau anschaut, ist es das gleiche Käse. Das hat viel größere Zähne und hat noch verschiedene andere Sachen, die nicht ganz stimmen. Und das muss ja nicht sein, das ist ein Fantasietier, das einfach gross hat müssen sein. Und in der Maschine selber hockt dann noch ein kleines Mandel. Und gegen all die Rädchen und die ganze Installation, die oben dran ist. Die Figur tut sich an die Schläfe zeigen, mit dem Finger von Zeit zu Zeit. Und manchmal tut sie mit dem anderen Finger ans Maul klopfen. Das bedeutet, dass er sehr ein schlauer Mensch war, als er so eine Maschine erfunden hat. Also ein bisschen mit Einbildung zu tun. Und auf der anderen Seite ist das Tier trotz der Größe das scheucher als ein anderes Tier. Man muss sehr ruhig sein, als dass der Äpfel, den es fressen muss, frisst. Was noch wichtig ist, an der Maschine steht unten auf dem Tafel: Diese Darstellung ist frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen wäre rein zufällig. Es hat darum schon ein paar Leute gegeben, die sich erkannt haben, irgendwo auf einer Etage in dieser Maschine. Das ist die Fehlkonstruktion Variante 2. Es ist ein ehrwürdiger Herr mit einem Lorbeerkranz am Kopf. Und wenn der Kopf aufgeht und man drin sieht, stellt man fest, dass er innen nicht besser ist als gewöhnliche Sterbliche. Und das tröstet einen sehr. Also wir Menschen sind ja super gescheit. Und doch hat es zwischen einigen Pannen. Dass etwas ganz krumm läuft, wo wir gar nicht wissen, warum. Und das sieht man, wenn der Kopf sich auftut. Wir hören jetzt einen kleinen Vogel und der kommt auf den Eier rum. Und die zweite Panne ist der Kuckuck, der vorkommt. Und wenn er das macht, stellt das ganze Hirn ab. Armer Jörg. 1986 bin ich angefragt worden von der Altersheimkommission, ob ich eine poetische Maschine machen für das Altersheim, für die Eingangshalle. Ich habe das eine Zeit lang überlegt und bin dann auf der Jörg gekommen. Der Jörg ist ja der Hofnarr am Hof der Könige von Dänemark. Und mir hat es gedacht, dass das ein sehr gutes Thema wäre für das Altersheim, warum hier die Stimmung ein bisschen aufgeheitert werden muss. Man kann sie für Geburtstagsstände brauchen, für Fest. Aber ebenfalls, wenn jemand gestorben ist, kann man mit Kirchenliedern den Tag auch noch speziell würdigen. Ich gemacht habe von dieser Maschine, habe ich die Maschine gebaut. Und zwar war die ganz fertig, mit Ausnahme von der Orgelpfeife und der Blasbalg. Und dann musste der Orgelbauer Platz finden, dass er den ganzen Mechanismus reingebracht hat. Und das ist sehr schwierig, denn die Orgelbauer haben ihre Normen und ihre Regeln. Und jetzt bin ich plötzlich und wollte etwas ganz anderes wollen. Und ich wollte keine Konzessionen machen. Aber was den Hofnarr anbetrifft, das finde ich, ist, da würde ich mich schon identifizieren damit. Ich nehme mich selber nicht so ernst und habe Leute nicht gerne, die sich zu ernst nehmen. Die Maschinen haben ja eine Geschichte, die sie erzählen. Und diese Geschichte ist sehr häufig ziemlich stark kritisch. Aber das soll nicht so sein, als ich mit dem Finger auf die Leute zeigen und irgendetwas machen. Das finde ich etwas ganz Negatives. Eine Kritik soll so sein, dass man sich akzeptieren kann. Und eben, wenn man das sich selber auch noch irgendwie einbezieht, dann geht das sehr gut über. Ich habe zum Beispiel eine Maschine gemacht, die heisst Die Schande. Das war eine Kunstausstellung in Bern von Paul Klee. Und der hat ein Bild gemacht und das hat Die Schande geheißen. Und das hat mir sehr gut gefallen als Bild. Aber ich habe gar nicht gesehen, was da jetzt Die Schande soll sein, denn das war so abstrakt.
Und mir hat der Name so gut gefallen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich eine Interpretation mit einer Maschine, die die Schande heisst. Das sind die sieben Hauptsünden. Das Ganze ist in einer Empire-Frauenbüste. An einer Ausstellung ist einmal eine Frau zu mir und hat ganz entsetzt gefragt, warum ist das in einer Frauenbüste. Und ich konnte sie dann trösten und gesagt, all die Sünder hier drin, das sind in der Herren. Das hier ist die Trägheit. Die tut das Ganze antreiben durch das Gewicht. Dann haben wir hier die Eitelkeit. Der schaut sich ständig im Spiegel an, schaut hin und her, ob es noch schönere gibt. Die Völlerei, der ständig isst. Das ist der Geiz, der versteckt sein Geld. Hinten ist die Wollust und das ist versteckt durch ein Schlüsselloch. Man muss Schlüsselloch öffnen, damit man es sieht. Oben ist der Zorn, der tut mit den Füßen auf den Tisch klopfen und stoppt mit dem Fuß an die Glocke. Und das ist der Neid, der hat in einer Hand ein kleines Häuschen und da ein Schlösschen. Und der tut es abwägen und umeinander schauen, ob er echt noch mehr hat. Also der hat mehr als der. Genau, ja. Ich bin hier in Schönewerth am 19. Mai 1929 geboren. Und zwar in diesem Gebäude, das war das ehemalige Stift. Und es hat da verschiedene Wohnhäuser, die angebaut sind an diesem Stift. Ja, ich habe der Pfarrer gewohnt, dann der Segrist und im Flügel, gerade vis-à-vis vom Guggelmann-Museum, haben wir gewohnt. Für uns Kinder war das natürlich ein wunderbarer Spielplatz und ein wunderbarer Ort, der einmal inspiriert hat. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen geschaut, dass aus mir später das geworden ist, was ich bin. Ich habe in der Firma Ball in Schönewerth als Schuhdesigner gearbeitet. Und da habe ich mir gesagt, jetzt bin ich in Schönewerth auf die Welt gekommen, in Schönewerth aufgewachsen und jetzt arbeite ich in Schönewerth. Und jetzt werde ich noch schön wird sterben und dann ist mein Leben gelaufen. Und dann habe ich mich entschlossen, nach Paris zu gehen. Und in Paris habe ich das Kreationsstudio gegründet von der Firma Balli. Und das ist in einer ganz kurzen Zeit auf 16 Personen angewachsen. Neben dem Beruf hat es mich aber einfach bin ich gezwungen gewesen, noch etwas zu machen, wo ich meine Fantasie ein bisschen mehr ausleben als im Beruf. Dann ein Designer, man hat immer das Gefühl, er kann machen, was er will. Und dann kaufen es einfach die Leute und das stimmt eben nicht. Da gibt es sehr genaue Regeln, was man darf und was man nicht darf. Und das kann höchstens sein, wo avantgardistische Mode macht in einer ganz kleinen Auflage. Was sicher eine Rolle gespielt hat, das ist die Ästhetik. Man muss ja als Designer, als Modezeichner, ob es Kleider sind oder sonst irgendetwas, muss man eigentlich einen guten Geschmack haben. Sehr schwierig zu definieren, aber man muss einen guten Geschmack haben, der dem entspricht, den man ja fabrizieren und verkaufen will. Und das ist dann übergekommen. Bei mir hat also nicht etwas einfach zusammengepfuscht sein und in einer halben Stunde fertig. Ich hätte gar nicht wollen, dass das so gleich fertig gewesen wäre. Bei mir braucht es hunderte von Stunden, an vielen Maschinen sogar über 1000. Ich bin dann gefordert. Wenn jetzt also etwas mich, wo ich nach einer halben Stunde fertig wäre, das gibt es ja und das gibt es sogar in der Kunst, da habe ich gar nichts dagegen. Aber für mich wäre das ungenügend. Für mich muss es schwierig sein. Für mich. Ich muss an Grenzen kommen von dem, was überhaupt möglich ist, von der Ausdauer und vor allem, dann finde ich das schön. Und jetzt, wenn man die Figur anschaut, ganz genau, sieht man, dass sie ganz voll Herz ist. Da. Das ist der Ausschlag, den es gibt bei dieser Krankheit. Im Unterschied zu Röteln oder Scharlach. Und als ich eine Serie von diesen Maschinen hatte, hat mal einer von den ersten Texaner dazu mal nach Paris geschrieben. Er hat das vernommen, dass es in Paris jemanden gibt, der ein bisschen viel Rädchen im Kopf hat und sehr viel Fantasie. Und er wollte die Maschine kaufen. Und wir haben ihm dann zurückgeschrieben, dass wir die Maschine nicht kaufen können. Und da war er natürlich sehr frustriert gewesen, und mehr mit seinem vielen Geld immer alles kaufen können. Und jetzt hat er mal einer kein Geld gebraucht und hat nichts verkaufen. Das war ganz ungewohnt gewesen.
warum ich einen Beruf hatte, bin ich nicht darauf angewiesen, die zu verkaufen. Denn wenn ich da noch mal etwas Kommerzielles gemacht habe, neben meinen Schuhen, hat mich das nicht befriedigt. Ich wollte absolut frei sein, überhaupt keine Zwänge zu haben. Die hatte ich als Schuhdesigner. Ich konnte aus lauter Freude die Maschine machen können, genauso, wie ich sie gesehen habe. Man muss zuerst einmal eine Idee haben. Dann zeichne ich das. Und zwar nur skizzenhaft. Pläne mache ich nie. Ich tue mir das so lange überlegen, bis das im Kopf ganz klar ist und bis ich die Maschine oder die Skulptur vor mir sehe. Und dann muss ich nur noch bestimmen, wie gross sie sein muss und wie sie muss funktionieren. Und dann kann ich anfangen. Also die Materialien für meine Maschine sind immer die gleichen. Und das sind auch wieder Materialien, die wirklich schön sind, die schöne Farbtöne haben. Das ist Messing, Kupfer, Zinn. Und Silberlot. Das ist sehr schön. Man kann hier schöne Lötstellen machen. Das ist jetzt auch wieder schön für mich. Jetzt muss man da aufpassen. Eine schöne Lötstelle auf einen Spezialist. Da sieht man eigentlich überhaupt nichts ringsum. Das muss ein Strich sein, wenn zwei Teile zusammen gelötet werden. Bei mir ja gerne, wenn es da eben ein Klümpel gibt. Bei der kleinen Maschine die habe ich dazu mal in Paris natürlich ganz allein gemacht. Die hat nicht einmal eine Dreibank gehabt. Ja, ich war sehr schlecht ausgerüstet. Schlecht auch wieder in Anführungszeichen. Ich glaube, wenn man gut ausgerüstet ist, muss man einfach weniger Ideen haben. Und so musste ich immer wieder etwas müssen, eine Lösung erfinden, dass ich es machen konnte, ohne die Maschine, die es erleichtert hätte. Wenn es Figuren drin hat, muss ich eine Holzform machen. Und das sind die Holzformen, die so aussehen. Dann nehme ich das Metall, das ist immer Messing und Kupfer. Und dann wird es vorgeformt, und Stück um Stück, und wird alles verlötet. Und am Schluss, dass ich das Holz wieder rausnehmen kann, muss ich es aufschneiden in der Mitte, am höchsten Punkt. Die schönste Maschine für mich ist immer die, die ich daran arbeite. Das ist die, die mich beschäftigt, das ist die, die ich studieren muss, das ist die, die ich sogar schlaflose Nächte habe, nicht nur vielleicht, sogar sicher. Aber das ist der Schöne, damit eben das kann entwickeln und schon sehen. Und darum ist das die wichtigste und die liebste Maschine. Mein Atelier war immer im Haus. Vom Platz her war das eigentlich auch nie ein Problem. Aber schon sei es können sein. Denn in Paris haben wir einen relativ grosse Wohnung für Paris im Verhältnis. Aber ein Atelier war natürlich kein vorhanden. Und dann habe ich mir gesagt, ja, jetzt müssen wir einfach Küche teilen. Und dann habe ich mit meiner Frau Küche geteilt. Das heisst, wir mussten Zeiten einteilen, als gleich etwas zu essen gegeben hat und meine Maschine auf die Welt gekommen ist. Meine Frau hatte sehr Freude an diesen Maschinen. Und sie hatte ganz speziell Freude an der zweiten Dampfmaschine, die ich gemacht habe. Gut, später hat es noch andere gegeben, da hat sie vielleicht noch mehr Freude an einer anderen, aber das ist schon passiert. Sie hat dann diese Maschine hier, Solo, mit diesem Vogel, hat sie geschenkt bekommen. Die politische Nachhilfestunde, die habe ich gemacht, weil man sehr häufig von diesen Leuten redet, die keine Meinung haben. Und das sind eben die Masken, das ist die schweigende Mehrheit. Ich finde eigentlich, schlimmer sind noch die, die keine eigene Meinung haben. Und das sind die unteren Figuren. Man sieht ja immer wieder oben die zentrale Figur, das kann der Präsident sein, wenn er zuerst Move sperrt, den Ton angeht. Und unten dran sperren sie auch Move und necken auch. Und das geht so weiter, dann necken sie, dann schütten sie den Kopf, genau gleich wie man dort oben. Sie machen einfach das alles noch. Und darum hat zum Schluss der Hund, oder seine persönliche Meinung zum Ganzen gibt, und dann läuft das Bein und schüttelt den Kopf. Jedermann ist irgendeiner Art manipuliert. Naja, der König ist ja nicht frei von Sachzwängen. Er ist gesteuert mit Stängeln, die ihm an die Hände gehen, an die Arme gehen, an den Kopf gehen. Er macht also ganz genau das, was vorprogrammiert ist. Und das Einzige, was er machen kann, ist mit dem Fuß ein bisschen stampfen, wenn er gar nicht mehr zufrieden ist. Als Kind habe ich da viel Kasperli-Theater gespielt. Wir haben da zwischen nie ein Tuch gespannt. Und dann ist das wunderbar gegangen. Und das war wahrscheinlich auch ein Grund, dass ich so Freude hatte, am Theater zu spielen, dass ich später auch mal zum Theater wollte, Kulissen malen und Kostüme entwerfen. Das Theater ist sowieso etwas Faszinierendes mit den verschiedenen Rollen, mit Königen, mit Tod. All die Figuren, die
in meiner Maschine eine Rolle spielen. Vögel spielen in vielen von meiner Maschine eine grosse Rolle. Ich finde das wichtig, denn erstens müssen wir einen Vogel haben und zweitens ist ein Vogel Symbol für Freiheit. Auch diese Maschine ist inspiriert von einem Spruch im Zusammenhang mit Vögeln, das ist vom Dichter Hildesheimer. Und der hat gesagt, im September vorigen Jahres öffnete ich das Fenster, verwandelte mich in einen Vogel und flog davon. Ich habe es nie bereut. Und das ist ein sehr schöner Spruch, der einem sehr häufig selber auch so geht, dass man am liebsten das Fenster auftun und davon fliegen. Wir haben nicht sehr viel Spielzeug gehabt. Meine Eltern waren sehr bescheidene Leute und haben das gar nicht vermögen, für 7 Kinder, die wir waren, Spielzeug zu kaufen. Und dann haben wir aber etwas gehabt, und das war etwas sehr Wichtiges für mich, der Klemmerli-Sack von der Mutter. Das war sehr faszinierend und wahrscheinlich wie heute das Lego war das möglich, da die verrücktesten Sachen zu machen daraus. Wir können ein Flugzeug machen, wir können ein Auto machen, wo dann weniger gut gelaufen sind, als wenn es effektiv Rädchen hat. Aber es hat eben mehr Spass gemacht, wenn es noch ein bisschen Fantasie gebraucht hat. Man hat nicht schon alles vorgegeben. Also ich kann einen Flügel ansetzen. Ich kann einen Schwanz und einen Propeller. Und das war etwas ganz Faszinierendes. Eben das selber erfinden und mit sehr wenig etwas machen, mit praktisch nichts. Wir müssen etwas erfinden und entwickeln. Das war nachher ein bisschen der Anfang von meiner Maschine. Dort hat man eben wieder etwas können aus wenig etwas können aufbauen und musste erfinden. Man hat sehr häufig Sachen erfunden bei diesen Maschinen, die komplizierte Steuerung hatten. Die habe ich ja nicht gekannt, ich habe das nie gelernt. Ich bin nie in eine Schule gegangen für Mechanik. Dann musste ich also alles erfinden, neu erfinden. Und sehr häufig habe ich erst später, wenn die Fachleute gekommen sind und das angeschaut haben, gesagt, aha, das ist ja eine Schleifkupplung. Und dann wusste ich, aha, das, was ich hier erfunden habe, das heisst Schleifkupplung. Die Rädchen, die drehen, die Zahnrädchen, die ineinander greifen, die Kupplungen, die es hat. Aber im Unterschied zu einer Neimaschine, einer Waschmaschine und was es noch alles für Maschinen gibt, darf die nicht zu präzise sein. Da müssen also die Rädchen wackeln, und zwar nur so viel, dass sie überhaupt noch funktionieren kann. Es ist auch von der Präzision her nur so präzise, wie es muss sein, es funktioniert. Und ich habe festgestellt, dass das sehr gut funktioniert. Die Maschinen sind ja zum Teil weit über 30 Jahre alt, sind sehr häufig gelaufen und funktionieren jetzt noch. Und ich finde, es ist wahrscheinlich gerade aus dem Grund, warum sie nicht zu präzise sind. Und für einen Mechaniker ist das gar nicht so einfach. Die sind geschult worden, dass das auf 100.000 Millimeter muss stimmen. Und für mich hat das eben nicht müssen. Sehr häufig hat dann so ein Mechaniker gesagt, so jetzt hat man es noch 3 mm nach links, dann ist es im Winkel und dann habe ich eins noch einen Schopf auf die andere Seite und dann gesagt, so, und jetzt ist es richtig. Und da geht es um Genmanipulation. Aus den Fläschchen wird mit dieser Waage dosiert, geht in die Trichter und dann am Schluss gibt es den Menschen, der zwar nicht mehr schön ist, aber fast genau ins Format. Also die Maschine, der Fortschritt, das soll die Entwicklung darstellen von den letzten Jahrzehnten. Ich bin gerade zur rechten Zeit, glaube ich, auf die Welt gekommen. Da ist so viel erfunden worden und entwickelt worden. Zum Teil ein bisschen gute Sachen, zum Teil eher beängstigende Sachen. Und da sieht man bei dieser Maschine, nach oben wird es immer komplizierter. Auf den Knie dieser Person, die man sieht, hat es ein Holzbrett. Und auf dem Holzbrett aber läuft ein Holzkreisel. Und dann auch vor dem selber und ununterbrochen, also das Perpetuum mobile. Die Figur, die drauf hockt, die hat eine Narrenkappe an. Und zwar heisst das, dass trotz der grossartigen Entwicklung haben wir die Hauptprobleme auf dieser Welt noch nicht gelöst. Und wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis nicht das ganze Stuhlbein durch den Sack vom Stuhl, wo wir drauf hocken. Also ich glaube, aus meiner Kindheit kommt sehr viel jetzt wieder zum Ausdruck in diesen Maschinen und in dem, was ich zeichne. Wenn man die Grabplatte zum Beispiel anschaut, hat es da 1000 Sachen drauf, wo man etwas damit machen könnte. Wiedergeboren möchte ich nicht werden. Ich finde, das Leben, das ich jetzt hatte, war schön, war interessant. Ich habe möglichst viel gemacht. Alles werde ich wahrscheinlich nicht machen können. Irgendwann wird es dir hören und dann hat es noch Pläne, die offen sind. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Also wenn ich auslesen müsste, in welcher Zeit dass ich leben wollte,
dann wäre das sicher das Mittelalter gewesen. Das denke ich, mir jeder Beziehung interessant. Von der Bildhauerei, von der Malerei ist das interessant gewesen. Und auch das ganze Leben. Das war eigentlich noch ganz lebenswert gewesen, kann ich mir vorstellen. Mit all diesen Einschränkungen wahrscheinlich. Und ich wollte Bildhauer sein und hat sehr gerne in der Kathedrale so Säulen oder Wasserspeuer gemeißelt. Die sehen so teuflisch aus und haben so, sind einfach höchst interessant. Das heisst die Arche des Teufels. Die richtige Version wäre eigentlich die Arche Noah. Da hat er mal den Auftrag bekommen, eine Arche zu bauen. Hat der Teufel auch von irgendwo die Information gehabt. Und hat auch ein Schiff gebaut, eine Arche, und hat sie gesehen und auch aufgeladen. Und dann sind die rumgefahren, bis sie wieder trocken worden ist. Und darum ist es heute halt noch nicht besser, als das zumal war. Und der Teufel war dann auch sehr raffiniert und hat gesagt, wenn wir ankommen, müssen wir möglichst viele Teufel sein. Die Rasse darf nicht aussterben. Und dann haben sie noch ein extra Kämmerli gemacht für den Nachwuchs. Also meine Maschine hat etwa den Tod, der eine Rolle spielt. Ich finde, das ist noch wichtig. Für mich ist der Tod eigentlich nichts, was einen verschrecken sollte. Und es ist ein bisschen schade, dass die Leute so negativ eigentlich mit dem umgehen. Die jeder Mann an der Fassade, also der Tod eigentlich mit der Maske, der sollte nicht da sein, um die Leute zu verschrecken, sondern es sollte alle daran erinnern, dass man aus jedem Tag das Beste machen sollte. Gestern ist vorbei und morgen ist noch nicht da. Und darum ist eigentlich heute der wichtigste Tag. Maschinen sagen, es sind makaber. Das sind Realitäten, also das Lebensrad zum Beispiel, wo man die Scheibe sieht, die die Welt darstellt, mit den Menschen auf der Welt, die früher oder später sterben. Das ist eine Realität, das ist nichts Makabres. Obendrauf hockt der Tod auf der Rücklaufsperre und der sorgt dafür, dass das einfach nicht hinter sie geht. Das ist so. Es geht immer für sie, es geht in eine Richtung. Und der tut eben für das sorgen. Rausgegangen sind sie immer lächelnd. Es kommen ganz verschiedene Leute schauen und das ist eben das Schöne. Es gibt Personen, die sind noch nie an einer Kunstausstellung oder in einem Kunsthaus. Es gibt Kunstfans, es gibt Junge, es gibt Alte, alle sozialen Schichten sind vertreten und es gibt praktisch nie, dass jemand nicht mit Freude das anschaut und mit Freude rausgeht.
C'est la vie, ja. Jetzt wären wir durch. Danke vielmals fürs Zuhören.